Den Brettartisten fällt immer wieder etwas Neues ein. Liebstes Kind ist zurzeit das Brandungssurfen. Natürlich ist das nur was für Spitzenleute. Aber wer kann sich sonst auf einem Brett halten, das ohne Wind seinen Surfer nicht trägt, in einer Brandung, in der mancher nicht einmal auf den eigenen Beinen stehen kann? Auf Sylt in der Nordsee gibt es dieses unbändige Vergnügen aus Wellen und Wind. Selbst ausgebufften Surfprofis verschlägt es beim ersten Mal die Sprache. Zum Zweiten, Trockenanzüge, die nicht am Körper anliegen. Das heißt, vor der Regatta werden noch einmal die Regeln durchgesprochen. Nur erfahrene, ganz versierte Surfer gehen an den Start. Denn bei 7 Windstärken und der kurz brechenden Nordseewelle zeigt sich, wer ein Könner ist. Gestartet wird vom Ufer. Die Startlinie ist zwischen 2 Flaggen. Hinter der Startlinie stehen die Teilnehmer Brett an Brett, das Segel in der Hand. Fehlstart. An Land lässt er sich besser korrigieren als auf dem Wasser. Nun geht's wirklich los. Wer kommt über die Brandungswellen hinweg? Schon beim ersten Wellenkamm werden einige baden gehen. Die Sturmsegel sind kleiner als normale Segel und die Bretter sind durchschnittlich zwischen 2 und 3 Meter lang. Zwei Bojen bestimmen den Kurs. Sie sind schräg in der Brandung verankert, so dass es raus gegen die Welle geht und zurück seitlich an der Welle entlang. Na, wie lang ist wohl die Strecke? Auf See kann man sich bei Entfernungsangaben sehr irren. Funboards, die bei diesem Rennen benutzt werden, haben so wenig Auftrieb, dass mit ihnen eine Wende nicht mehr möglich ist. Wichtigstes Manöver für die Richtungsänderung ist die Halse. Sie muss ohne Zeitverlust zügig in einem Bogen und möglichst eng um die Boje gefahren werden. Beim Durchqueren der Welle ist es schwer, Kurs zu halten. Wer durch die Brandung versetzt wurde, muss sofort wieder anlufen, in den Wind gehen. Diese kurzen Gleiter besitzen kein Schwert mehr, sondern nur noch Heckflossen. Es ist trotzdem möglich, gegen den Wind zu kreuzen, aber nur mit ziemlich großer Geschwindigkeit, sonst wird das Brett abgetrieben. We'll be right back.
Überhaupt hat nur der auf einem so kleinen Brett eine Chance, der schnell bleibt und bei keinem Manöver Fahrt verliert. Denn stillstehen heißt mit dem Brett absaufen. Wie jemand auf Wasserskiern ohne Motorboot. Sehenswert ist auch die Körperhaltung. Es wird kaum mehr im Stehen gesegelt. Der Körper hängt am Rigg und die Beine sind angewinkelt, um die kurzbrechende Welle abzufedern. Sind die Wellen zu steil, wird gesprungen. Und das nicht nur gegen die Welle, sondern auch mit der Welle. Das ist der Spitzenreiter. Ein Friese natürlich. Auf seinem Hausrevier macht ihm keiner was vor. Während seine Gegner noch auf Raumkurs sind, kreuzt er bereits wieder nach draußen. Absolute Spitzenleistungen im Windsurfing-Sport sind diese Brandungsregatten. Sie verlangen langjährige Surfpraxis, Technik, Taktik und eine außergewöhnliche Körperbeherrschung. Dazu kommen Kraft und Ausdauer und eine gehörige Portion Mut. Die Regatta ist zu Ende. Unser Friese hat, wie erwartet, mit großem Vorsprung gesiegt. So einmalig wie seine Leistung an diesem Tage ist auch das Segelrevier. Was für die Wellenreiter Hawaii ist, ist für die Brandungssurfer die Insel Sylt.